Hallo und herzlich willkommen zum spacigsten Abenteuer aller Space. Space Haven. Ja, wir sind an Bord der Opticari 1 mit unserer 12-Mann- und Frau-starken Crew. Und ich heiße dich herzlich willkommen und hoffe, du hast Spaß bei dem Video. Und wenn du den hast, dann lass es mich doch wissen mit einer Bewertung oder einem Kommentar oder am allerbesten beiden. Das wäre mega nice, super geil und ultra heftig von dir. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So, ich entschuldige mich für die spiegelnde Brille, die eigentlich entspiegelt sein sollte. Ich sag's jede Folge, genau wie das mit dem Like und so. Es tut mir auch leid, aber es ist halt so. Egal. Gucken wir erstmal, was wir hier unseren Leuten so Gutes tun können. Da kommt gleich ein Schiff der Handelsföderation. Kamen auch wieder Infos zu Alpha 11 raus. Ich bin mal gespannt, ob man das Safe Game dann nutzen kann. Wenn nicht, müssen wir wieder von vorne anfangen und dann werde ich, glaube ich, verrückt, wahnsinnig und geh kaputt. Ja, so viel dazu. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Ja, wir könnten noch zwei Sturmgewehre herstellen. Hat Brighton jetzt eigentlich eine Waffe? Ja, gucken wir alle durch, ob auch jeder schön bewaffnet ist. Ja, wundervoll. So wollen wir das sehen. Okay, Leute, seid ihr hier am Arbeiten? Ja, Brille ist fleißig. Danke, Brille. Hier hatten wir ein bisschen mit Aliens zu kämpfen. War ganz schön befallen, dieses Schiff. Aber kein Problem. Wir sind mit 8 Leuten da durchgerusht und die hatten keine Chance, die Aliens. Wir haben noch genug Eis, oder? Ja, alles locker, flockig vorhanden. Richtig nice. 6000 Credits, also wir könnten uns wieder einen kaufen, wenn der andere, der nächste auch so teuer sein sollte. Ach, wunderschön. Wunderschön, marvelous. Ich lasse mal ein bisschen auf Triple-Geschwindigkeit. Denn hier wird nur geforscht und hier wird nur abgebaut. Und ich möchte schnell weiter. Wir wollen ja nicht eine ganze Folge hier verbringen, aber ich will das trotzdem ganz gerne alles mitnehmen. So, unser Raketengeschützturm ist schon ziemlich gut erforscht. Gucken wir mal, was die Handelsföderation so möchte. Vielleicht haben die Interesse an unseren Waffen. Drei Stück könnt ihr mal kaufen. Will ich irgendwas von euch? Nö. Ach komm. Sollen wir trotzdem noch ein bisschen Plus? Warum nicht? Bisschen Energie schadet nie. Boah, Energie ist immer gut. Hier sieht es so. Boah, die Elektrik ist nicht so super verteilt wieder. Temperaturtechnisch geht alles klar. Komfort. Ja, ist so semi in dem Lebensbereich. Ne? Hier ist eigentlich relativ gut. Ja, hier ist total schlecht, aber das ist auch egal. Muss mal gucken, ob ich das hier noch verbessern kann. Irgendwie eine Lampe in jedem Raum, aber da brauchen wir erst den nächsten Generator, glaube ich, sonst stirbt unser Strom. Ich kann es ja mal versuchen. 2, 3, 4. Was kosten die nochmal? Nur Dingens. 1, 2. So, jetzt ist da Licht drin. Ist es jetzt komfortabel genug? Wohlbehagen 5. Kapselhangar ist zu nah. Ah! Don't do it. That's not nice. Egal, kannst du nichts machen. Die werden wohl nie zufrieden sein. Haben wir voll die Luxuskajüten mit Stühlen, Tischen, Licht. Wollen wohl noch eine Musikbox oder einen eigenen Arcade-Automat oder was? Also echt. So, wie schaut's hier aus? Null hoch. Null, mittel, niedrig. Okay. Ja, Leute. Ich habe doch mehreren gesagt, ihr sollt auf verlassene Schiffe, oder? Les habe ich noch gesagt, Space Cowboy soll. Brighton. Du kannst meinetwegen auch. Aber jetzt erstmal Schlafenszeit für unsere Guten. Mit Licht. Na, schlaft ihr besser mit Licht, hä? Ich glaube nicht. Aber egal, solange ihr damit zufrieden seid, soll mir das recht sein. Meine kleinen Space Invaders. Warum rennt er hier rum, um auf das Klo zu gehen, wenn ihr doch. Egal. Logic everywhere, I swear. Du, 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 du.
Very nice. Oh, Turbo-Geschwindigkeit muss jetzt nicht unbedingt sein. Habe ich schon erwähnt, dass mir das hier überhaupt nicht gefällt? Das ist irgendwie so blöd, weil die halt nie genug Sauerstoff haben und dann können die nie vernünftig arbeiten und das wird das nie was. Wir haben wieder eine Nuss. Und hier wird, glaube ich, auch was abgebaut. Nee, nicht wirklich. Wie sehen unsere Früchte aus? Alles schrumpft gerade. Nicht so geil. Aber es hat noch keiner irgendwie unterernährt, Nahrung oder so. Nee, eher viel zu viel gegessen, einsam, zu viel gegessen. Leute, warum esst ihr denn zu viel? Wir sind im Weltall. Wir müssen darauf achten, was wir essen. Seid ihr durch? Schon wieder 50 Punkte gemacht, unser unermüdliches Forschungsteam. Space Cowboy ganz alleine hier drüben. Was soll das denn, ey? Schlimm. Ah, irgendjemand baut ab. Ich glaube, das ist Lucida, oder? Ja. Lucida baut ab, Alter. Wie kein anderer. Nio. Space Cowboy, ey. Deinen Fleiß hätte ich gern. Und deine Zuversicht. So ein Tapferer. Er macht hier alles alleine. Er denkt so, ja, komm, ey, ich schaff das auch alleine. Ach, Sauerstoff, wer braucht das schon? Okay, doch ein bisschen auftanken. Niu, niu, niu. Da noch eine Lampe, da noch eine Lampe, da noch eine Tür. Mein Gott, wer baut denn solche Raumschiffe, denkt er sich, der Space Cowboy. Und nochmal Sauerstoff tanken. Und wer kommt da? Wieder die Handelsföderation. Das ist bestimmt das gleiche Schiff. Gucken wir mal. Yeah, unser Raketengeschützturm wurde erforscht, meine lieben Freunde. Wir haben noch nicht mal ein Waffensteuerpult, aber das ist nicht so schlimm. Ah, ich glaube, ne, die Kryostasekammer ist, ich glaube, das Ding baue ich. Als ich steuere, Typs kann das Schiff nicht vom, nicht, was? Nicht vom Gegner anvisiert werden, umgekehrt aber auch diesen nicht anvisieren. Benötigt durchgehend ein Besatzungsmitglied an einem Schildkontrollpunkt, um betrieben werden zu können. Aha. Ich glaube, wir geben uns erst den nächsten Gen. Ich will erst alles erforscht haben und dann sparen wir natürlich auf ein zweites Schiff, meine lieben Freunde. Ist ja klar, wir brauchen Flottenkraft. Space Cowboy immer noch alleine. Leute, was ist denn los mit euch? Ganz ehrlich, ihr seid voll asozial alle. Was denn da alleine machen, ey? Der arme Mann. Verlassen. Einsam. Echt. Aber wenigstens nur noch Infraschrott und ein bisschen Tech und Weichschrott. Das war gar nicht so viel, ne? Aber gut. Jetzt können wir den hier wieder anmachen, dann können die das direkt weiterverarbeiten. Sobald sie aufwachen, ist klar, ne. Also wacht schnell auf, meine kleinen tapferen Space Invaders. Also ich gedenke wirklich, das Radar abzubauen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Weil ich brauch's nicht. Obwohl, Piraten könnte ich damit scannen, aber ich nehme die Systempunkte dann lieber für Waffen, ganz ehrlich gesagt. Dass volle Kanne Waffenstärke am Start ist. Das wird dann unser Kanonenboot. Oder ich mache halt, wie gesagt, wirklich einen Zielsender, Störsender hier drauf. Aber ich weiß nicht, ob dann, wenn ich ein Raketenboot nebendran bauen würde, ob das, ob das dann drauf schießen könnte. Weil da steht ja, dass man das gegen, dass man sich gegenseitig dann nicht mehr anvisieren kann. Sprich, ich kann die können mich nicht. Und so. Kommt, Leute, jetzt habt mal ein bisschen Erbarmen. Sonst sage ich hier gleich, der Infraschrott muss nicht mehr geborgen werden. Das ist mir sonst zu doof. Und wer geht ins Raumschiff? Space Cowboy und irgendjemand muss doch noch mit. Ja, Lucida hilft. Ja, sauber. So will ich das sehen. So will ich das sehen. In den unendlichen Weiten des Universums laufen unsere tapferen Space Invader durch das gekaperte Schiff, um Lampen abzubauen. Das ist nämlich ganz wichtig.
Eigentlich nicht, aber ich dachte mir, ich mach's mal wieder. Weil, ich meine, warte mal. Wir haben jetzt 11 Hull Scrap. Dadurch können wir schon wieder ein paar Höhlenblöcke bauen. Und mit dem Rest können wir auch ein bisschen was anstellen. Also, wenn wir ein zweites Schiff bauen, dann brauchen wir sowieso tonnenweise Ressourcen. Von daher ist das schon in Ordnung. So, was muss hier noch? 0, 0, 0, 0. Nur noch Infraschrott. Okay, ja, dann sind wir hier gleich durch. Zu zweit schafft ihr das schnell, Leute. I believe in your strength. Strength. Guck dir das an. Tornado-mäßig wird hier durchgerast. Ja, 0, 0, 0, 0. Höhlenschrott niedrig. Aber da wird ja schon gemacht. Wer ist der Tapfere? Turricano. Unser mitfleißigster. Überhaupt. Okay, Leute. Sauber, dann können wir hier bald weg. Ich glaube, jetzt sind sie auch fertig. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Genau, holen wir noch den ganzen Rest, der hier zu holen ist. Und dann go for it. Das Ding brauchen wir nicht, das ist nur Schrott. Da können wir, glaube ich, gar nichts draus machen. Von daher brauchen wir es nicht. So. Dann lassen wir sie jetzt schlafen und dann am nächsten Tag heißt raus, Outer Space. Oh. Unsere Küche muss wieder repariert werden. Warten wir mal, bis wir aufwachen und dann. Und dann machen wir das, weil vorher geht's eh nicht, wenn sie im Bett liegen. Entschuldigt. Turricano, mach das mal bitte schnell. Damit alle gefahrlos Essen kochen können. Sauber gemacht. Bester Mann. Okay. Sprung anleiten, bitte. Alle begeben sich in die vorgesehenen Plätze und legen sie ihre Gurte an, damit es ihnen nicht schlecht wird, wenn wir den Hyper-Trust starten. Lucida rennt zum Pult. Sie rennt und rennt und rennt und rennt. Okay. 3, 2, 1. Und. Pfuh. Nice. Okay. Warum bin ich hier abgehauen? Kam da eine Sonneneruption? Nee, hier war ich noch gar nicht. Ich bin hier gerade erst neu rein, ne? Jo, nice. Dann verlassen wir doch mal hier. Weil da ist guter Stuff. Warum nicht? Können wir brauchen. Ich werde jetzt langsam aber sicher, weil die Forschung schon recht fortgeschritten ist, darauf hinarbeiten, dass wir uns auch ein zweites Schiff leisten können. Deswegen mache ich mal noch ein paar hiervon. 20, davon nochmal 10 und an damit. Kein Strom, ich gebe dir gleich keinen Strom. Wir sollten auch das Abbauen einleiten. Ich nehme alles mit. Wahrscheinlich kommt wieder eine Naturkatastrophe und ich bereue, dass ich alles mitgenommen habe, anstatt erstmal das, was ich wirklich brauche. Obwohl ich nichts wirklich brauche und alles irgendwie brauche. Von daher passt das schon. Wie sieht das aus? Boah, es wird ein bisschen dauern, bis der Generator fertig ist, ey. Wir könnten für MZ auch noch eine Forschungsstation bauen. Dann hätten wir 4 Leute, die forschen. Aber das geht auch so. Genau, fein macht ihr das. Super macht ihr das. Ihr seid so ein super Team. Ein Dream. Für einen Captain like me. Oh yeah, baby. I like it a lot. Entschuldigt meine Anfälle zwischendurch. Ich meine das nicht böse. Und es passiert einfach. Ich verstehe es manchmal nicht. Sie gehen ohne Anzug hier durch und kommen mit Anzug hier raus. Das ist echt bitter. Aber gut. Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen ums Essen. Okay, guck mal, 6 Misse haben wir jetzt schon. Dann können wir das nachher wieder ändern. Unsere Einstellung. Damit der Rest nicht so drauf geht. Ja, nice. Okay, ja, dann können wir eigentlich nur warten, bis unsere fleißigen hier abgebaut haben. Guck mal da. Kohlenstoff ist schon weg.
Dann gehen die wahrscheinlich gleich weiter zum Eis, das dann auch recht schnell weg sein sollte. Dann gibt es noch die unedlen Metalle. Passt. Mal alle super fleißig hier. Infraschrott ist noch genug da und Höhlenschrott ist noch genug da. Also machen wir das erstmal nicht aus. Ja, und hier wird auch fleißig hergestellt. Können wir hier eigentlich auch schon mal sagen, machen wir nochmal 20, 30. Mach ruhig, mach ruhig. Okay, noch ein Schiff. Mit denen haben wir schon gehandelt. Wasser? Wir haben da noch 21 Wasser. Wo ist das ganze Wasser? Ist das hier drin? Jo, Tatsache. Der Strom kommt aber noch klar, obwohl ein paar Sachen an sind. Das ist gut. Das kann ich ausschalten, oder? Jo. Nice. Macht mal fleißig, meine Fleißigen. Das ist super. Nächste Meteorit gleich abgegrast. Können wir nämlich direkt weiterspringen. Perfekt. So will ich das sehen. Mach Turbo, wer auch immer du bist. Dori, mach das schon. Und der letzte. Yeah. Schubidun. Okay. Abgeliefert. Eingeladen. Und Übersprung wird eingeleitet. Von Crazy diesmal. Was ist denn hier? Hyperspur. Ach so, lol. Okay, von hier geht's da runter. Gucken wir mal. Da wäre noch ein Raumschiff. Ja, komm, wir nehmen aber die Chemikalien schnell mit. Das geht eh fix. Und es gefällt mir halt schon wieder nicht, mein Layout, ne? Das ist so nervig. Jetzt habe ich hier den Generator abgeräumt. Und jetzt sind die Kapseln auch am Steuern. Da ist eine Wand zwischen, Leute. Seid mal nicht so pingelig. Meine Güte. Also wirklich. Die können sich auch anstellen. Die sollen froh sein. Guck mal, die haben schon zwei Arcade-Automaten. Eine Musik-Dings. Also. Ich wäre sogar noch geneigt, noch eine Musikbox, weil wir es können einfach, mit hier reinzubauen. Aber bei so undankbaren, also, ja komm, rein in die Olga. Was soll der Geiz? Den soll es ja gut gehen. Drei Leute am Farmen. Sehr schön. Njung, ihr könnt doch schneller. Vier Leute am Farmen. Okay. Hypersprung vorbereiten. Alles klar. Auf eine Sonneneruption. Entschuldigt. Von dem Frosch im Hals heute. Auf eine Sonneneruption habe ich jetzt nicht so sonderlich Bock. Muss nicht unbedingt sein. Heimkehren, Bro. Kehre heim. Schnell. Ist er da? Ich glaube, er ist da, ne? Alles ist da, okay. Dann hoffen wir mal, dass uns hier keine Sonneneruption erwartet. Das wäre nämlich irgendwie mies. Aber wenigstens legen sie sich jetzt alle schlafen. Normalerweise. Ach, guck mal, schön alles kompakt hier. Machen wir so. Ich muss halt unbedingt den Hangarbereich ausbauen. Und umbauen. Und dann echt gucken, was ich hier hin mache. Ob ich dann da gar nichts hinbaue oder Lager wieder. I don't know. Los, Leute, schlaft. Legt euch ins Bett. Ihr habt es euch verdient. So sieht das nämlich aus. Din, 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 din. Und Stunde noch.
Oh, Dori muss aufs Klo. Warum geht sie hier rum, anstatt hier rein? Ich verstehe es nicht. Da ist sogar Licht drin. Okay. Wir nehmen schon mal wieder Team. Dori. Yasuda. Und seit Team 1. Macht ruhig eben Pause noch, ihr Guten. Okay. Und jetzt ab ins Raumschiff, bitte. Oh, ich hoffe, das geht klar mit 4. Sonst muss ich wieder rumtricksen. Deswegen will ich halt noch den Shuttle-Hangar umbauen und ein bisschen was machen. Ich habe auch schon überlegt, hier ist ja noch ein Gang. Ich könnte hier oben noch einen Shuttle-Hangar dran bauen, aber den müsste ich dann mit ein bisschen Abstand zu der Wand bauen, damit die hier nicht unglücklich sind. Bäh. Aber kriegen wir hin. Und dann hier oben einfach die zwei Shuttle reinklatschen. Und nochmal eine extra Andockstation, keine Ahnung. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Zack. Zack. Und hier abbauen, bitte. Okay, let's go. Shotgun Betty heißt sie, oder? Ja, Shotgun Betty. Warum auch immer. Was für ein komisches Schiff. Oh Mann. Das kann was werden. Hoffentlich wird keiner sterben. Ach, habe ich jetzt Daniel dabei? Jo, alles klar. Hä? Da einer hat so ein graues Zeichen, ist komisch. Okay, es ist wieder so eine Art von Schiff, alles klar. Puh, Leute, passt auf euren Rücken auf und achtet auf alles, was sich bewegt. Was sich bewegt, wird erschossen. Ohne Gnade. Okay. Unerreichbare Verrichtung. Okay. Okay, sieht noch sicher aus. Was ist das für ein komisches Schiff? War bestimmt wieder von so einem Luxusdesigner oder so. Die Dinger, die nichts taugen. Guckt ihr das mal an hier. Verwinkelt bis zum Gehtnicht mehr. Wir hatten auch schon lange kein Schiff mehr, was wir übernehmen können. Ehrlich gesagt. Gucken wir erstmal. Gucken wir erstmal den kleinen Raum. Ist 5 Augen drin? Nein, zum Glück nicht. Komm schon. Team Opticari. Ihr seid Brilloroyaner. Ihr schafft das. Ihr seid mega. Mega die Besten. Oh yeah. Okay. Ich muss einmal da hinten rein. Da kickt der Autismus. Ey, so ein Frosch im Hals heute, frech. Okay, den Bereich hätten wir abgecheckt. Geht euch mal so rasch aufholen. Kein Gegner, kein Gegner, kein Gegner. Okay, perfekt. Dann langsam weiter. Position einnehmen. Okay. Noch ein Generatorraum. Nice. Okay. Oh, ist auch nicht schlecht. Einfach so erforscht. So, was haben wir denn hier? Diesmal bergen wir nicht, keine Sorgen. Diesmal räumen wir nur aus. Warum bist du denn nicht angedockt, Schiffchen? Das sollte auch schnell gehen. So. Hier ist alle Dude. Okay. Auswurfanlage blockiert. Ja, lol. Kommt schon, Leute, ein bisschen Konzentration. Wollt ihr vielleicht Waffen kaufen? Ich bin ein sehr weltbekannter, im ganzen Universum bekannter Waffenhändler. Und möchte euch gerne darbieten, was ich habe. Ich nehme euer Wasser gerne und ein bisschen von eurem Geld, auf das ihr euch dann ein bisschen verteidigen könnt. Aber immerhin haben sie zwei Geschütztürme. Sieht aus, ne, wie eine Raumstation. Unser Klopper.
Ich glaube, die haben schon alles, oder? Jo, nice. Alles ist auch abgebaut. Der Handel ist abgeschlossen. Perfecto Mundo. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt noch eben schnell ins nächste Gebiet rein. Wer ist denn da unterwegs? Die Hazel. Da kommt sie. Ja, Hazel Cube. 3, 2, 1. Und wir gehen dahin, ne? Dann haben wir in der nächsten Folge nämlich direkt ein verlassenes Raumschiff zu erkunden. Die gehen ja jetzt eh gleich pennen. Von daher passt das ganz gut, wenn wir jetzt hier Ende machen. Ich würde sagen, wir setzen uns so hier hin. Oder? Naja, so. So. Und dann würde ich Ende machen für heute. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich wirklich über eine Bewertung oder einen Kommentar oder am besten beides mega freuen. Ansonsten bleib einfach so geil, wie du bist und habt noch einen schönen Tag. Haut rein, euer Brüller.